Hi Kids, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu eurem Gottesdienst. Ich dachte mir, ich nehme euch mal mit in unser neues Zuhause. Wir ziehen nämlich um im August. Und der Aaron, der nutzt hier einfach schon mal den Rasen, um ein bisschen Sport zu machen. Richtig cool, ne? Wir freuen uns total, dass Gott uns beschenkt hat. Ich dachte, das ist doch schön, euch hier in unserem neuen Zuhause zu zeigen, wie ich mein geistliches Zuhause gefunden habe. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber da war ich 15 Jahre alt. Da habe ich Jesus kennengelernt. Das war durch meine beiden Freundinnen in der Schule. Die haben mich eingeladen, etwas mit ihnen zusammen zu machen. Und das war gar nicht so selbstverständlich, denn ich war eine richtige Außenseiterin. Keiner wollte was mit mir zu tun haben. Ich war auch immer richtig nervös, so nervös, dass ich immer so Schweißflecken hatte. Da haben die sich natürlich noch mehr lustig drüber gemacht. Und im Sportunterricht, da wurde ich dann immer als Letzte gewählt, wenn ich überhaupt gewählt wurde. Oder der Lehrer musste mich dann doch zuteilen. Das war nicht schön, gar nicht schön. Aber ich habe dann Jesus kennengelernt und war keine Außenseiterin mehr, sondern gehörte voll dazu, habe neue Freunde gefunden. Und ich zeige euch hier auch mal ein Foto, wie ich vorher ausgesehen habe. Das ist ganz spannend zu sehen, wie innere Veränderung im Herzen auch sich dann draußen zeigen. Und wisst ihr, wodurch das kam, die ganze Veränderung und Selbstwert und Frieden und Freude? Durch seine Kraft. Seine Kraft ist der Heilige Geist, das habt ihr schon in letzter Zeit ganz oft gehört. Und dazu auch noch ein Zeugnis. Ich war hier in der Eutiner Gemeinde, da kannte ich den Ruhm noch gar nicht so gut und er kannte mich nicht. Auf jeden Fall gab es hier eine Taufe mit 10 Täuflingen und ich habe gedacht, ich will auch getauft werden. Musste aber noch warten, bis ich 18 bin. Das wollten meine Eltern so, weil ich dann einfach ganz alleine entscheiden durfte. Also habe ich artig gewartet, aber hatte ich voll Sehnsucht danach, mich auch taufen zu lassen. Und der Ruhm macht so seine Begrüßung und sagt so Hi und grüßt alle Familienmitglieder und Gäste und so. Und dann guckt er mich auf einmal an und sagt, du willst dich auch taufen lassen. Ne? Das war der Geist Gottes, der ihm das gezeigt hat. Und dieser Geist, der wohnt auch in euch und offenbart euch Dinge, zeigt euch Dinge. Dinge, die ihr nicht sehen könnt und die trotzdem sichtbar sind. Das ist mega, mega cool. Und ich verrate euch jetzt mit Aarons Hilfe, wie ihr mit dem Heiligen Geist noch dicker miteinander verbunden werdet, sodass ihr einfach auch ganz viele himmlische Geheimnisse erfahren dürft und ja, Menschen für Jesus begeistern könnt mit seiner Kraft. Boah, der Aaron ist richtig gut. Ich kriege ja noch nicht mal ein Liegestütz hin. Der hat einfach auch schon lange trainiert. Und dazu ermutige ich euch auch, dass ihr trainiert, Gottes Stimme zu hören und mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Das könnt ihr nämlich genauso, wie ihr eure Muskeln trainiert und eure Sprach- und Mathefähigkeiten, könnt ihr auch trainieren, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Genauso wie der Ruhm das einfach wusste, dass ich mich auch taufen lassen möchte, könnt ihr auch Dinge wissen, die anderen vielleicht verborgen bleiben. Aber durch den Heiligen Geist werden uns Geheimnisse des Himmels gezeigt. Und da ihr die Himmelsstürmer seid, stürmen wir jetzt auch gleich mal den Himmel und üben das mal. Ich habe hier meine 10 Finger und ich verstecke die einfach mal jetzt unter der Kamera und zeige eine bestimmte Anzahl von Fingern. Ihr müsst dann mit dem Heiligen Geist zusammen herausfinden, wie viele Finger ich hier unter der Kamera versteckt halte. Also ihr habt alle Möglichkeiten zwischen 0 und 10 und wir üben das jetzt gleich mal. Ich verstecke hier, so viele Finger. Und ihr fragt mal den Heiligen Geist, wie viele ich hier verstecke. Okay, ihr habt die Zahl. Dann zeige ich euch das. 3 Finger. Okay, noch was anderes. Ich hatte Geburtstag, jetzt in den letzten Tagen. Und ihr dürft mal den Heiligen Geist wieder fragen, eine Zahl zwischen 1 und 10, an welchem Tag ich Geburtstag hatte. Also entweder wisst ihr das jetzt oder ihr fragt eine Zahl zwischen 1 und 10. Ich hatte am 9. Geburtstag. Hattet ihr die Zahl 9?
Ihr könnt ganz einfach üben. Ihr könnt den Heiligen Geist auch Ja-Nein-Fragen stellen. Zum Beispiel, wird es morgen regnen? Oder welche Sockenfarbe hat meine Lehrerin an? Und dann fragt ihr und dann guckt ihr nach. Oder was kann der andere jetzt gerade gebrauchen? Ein Lächeln, eine Umarmung. Ihr könnt in eurem Alltag einfach üben, den Fußspuren des Heiligen Geistes zu folgen. Ich bin gespannt auf eure Zeugnisse. Lasst mich davon hören. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Trainieren.